So, da sind wir wieder zu einer neuen Folge The Escapists 2 natürlich. Tag Nummer 2 hier bei Center Perks. Es geht erstmal los mit dem morgendlichen Appell. Beeil dich, Neighbor! Na los, du warst der Letzte hier. Muss mal ein bisschen zusehen. Ja, den ersten Tag, da haben wir nur so einen kleinen Rundgang gemacht. Mal gucken, was es hier so alles gibt und so. Und den Ablauf schon mal kennengelernt. Und ja, ein bisschen Intelligenz haben wir auch dazu gewonnen. Wir waren in der Bibliothek zum Ende des Tages. Und mal sehen, was wir heute so Schönes machen. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. So, wir drängeln uns erstmal vor hier. Zack. Ne, wir setzen uns hier direkt am Ausgang hin. Dann können wir ganz schnell verschwinden. Oh, da gibt es schon wieder eine Klopperei hier. Ein Wachmann schreitet ein. Oh, und einer haut hier ab hier. Einer haut ab. Ich werde schikaniert. Das ist ja geil. Der haut da ab. Leider können wir nicht hinterher. Aber ich glaube, der wurde K.O. geschlagen. Jawohl. Da kommt er. Das ist der Wahnsinn. Und schon wieder. Was hat der denn da? Ein Besen. Warum kloppen die sich hier immer alle? Oder machen die das nur, weil die Filmcrew hier ist? Meine Güte. So, können ja mal gucken, ob wir hier einen Job kriegen. Mal sehen, was das Jobcenter heute so im Angebot hat. Können wir uns mal wieder hinsetzen. Will keiner mit mir reden? Nö, noch nicht. Dann ist das, glaube ich, hier vorne. Die Abfallbeseitigung. Wir brauchen 60 Stärke. 35 Münzen. Wie kriegen wir Münzen? Wir machen in der Freizeit jetzt erstmal hier ein bisschen trainieren die Stärke. Da müssen wir im Minispiel immer zwei Tasten so schnell hintereinander drücken. Und dann müssen wir für eine gewisse Zeit über dem Balken bleiben. So schnell muss man gar nicht hier hin und her machen. Es geht also nicht nach Schnelligkeit, sondern eher auf die Regelmäßigkeit. Jetzt haben wir schon 42er Stärke, aber gleich haben wir keine Energie mehr. Ja, kaum sag ich's. Ja, bin zu müde zum Weitermachen. Dann gehen wir mal duschen. Kann man sich, glaube ich, gut ausruhen. Ja, die Energie steigt hier in großen Schritten. Weil um 11 Uhr war da wieder irgendwas. Nee. Das ist sehr schön. Dann können wir hier jetzt mit 100 Energie noch ein bisschen trainieren. Wieder Stärke. Stärke haben wir jetzt schon erreicht. ...54. Wunderbar. So, 12 Uhr war, glaube ich, Mittagessen. Dann gehen wir schon mal runter, oder?
Mittagessen, genau, Mittagessen. Jetzt haben wir nur noch 18 Energie. Mal gucken, wie das schnell jetzt durch das Essen jetzt Energie bekommen. Also auch in großen Schritten. Duschen ist also eine gute Alternative zum Essen. Ja, schon haben wir wieder volle Energie. Nur dürfen wir jetzt noch nicht rausgehen. Wir müssen hier bleiben. Die kloppen sich ja jedes Mal. Was ist denn das für ein Knast hier, ey? Schon wieder. So, dann schon mal. Und raus hier. Mit Frühstart. So, Arbeitszeit. Noch haben wir keine Arbeit, also Freizeit. Dann trainieren wir noch mal ein bisschen. Wir wollen ja hier einen Job haben. So, ist nur ein neuer Anpassungsgegenstand freigeschaltet. Anpassungsgegenstand, was auch immer das bedeutet. So. So, was wollte der Wärter eigentlich gerade von mir? So schnell konnte ich gar nicht lesen. Darf man hier nicht drin sein in der Arbeitszeit oder was? Ich wurde auf jeden Fall gerade gesucht. Also das will ich jetzt nochmal sehen. Geh? Ja, wohin soll ich denn gehen? Dann trainieren wir nochmal. Siebziger Stärke, jawoll, geht auch. Auf jeden Fall ist unsere Fahndung, so nenne ich das jetzt mal, gerade schon auf 10 Punkte gewesen. Jetzt runter auf 5. So, was ist denn jetzt los? Zocker-Oase hat die Routine verpasst. Welche Routine? Ach, ich muss mich, glaube ich, beim Arbeitsamt melden in der Arbeitszeit. Jawohl, jetzt weiß ich. Alles klar. Ach so, genau. So, dann wissen wir das jetzt auch. Wenn man keine Arbeit hat, soll man sich zumindest einmal da im Büro melden. So, jetzt müssen wir uns erstmal ausruhen. Ich glaube so 25 Energie, dann können wir einmal trainieren. Jetzt haben wir 80er Stärke. So, dann gehen wir schon mal zum Duschen. Ein paar Sekunden kann man früher loslaufen. So, ich habe fertig geduscht. Darf ich rausgehen? Ich will noch ein bisschen trainieren. Das sind Werte. Ich war ja anwesend in der Duschzeit. Mal sehen. Können wir mal gucken, mal ein bisschen testen, was alles möglich ist. So, jetzt kommt da oben ein Werter. Das sieht man in der Minimap. Der ist nicht reingekommen.
Abendbrotzeit. So, dann gehen wir mal raus. Hier gleich die Treppe runter. Zuck. So langsam kennt man sich ein bisschen aus hier. So, fast 20 Minuten zu spät. Aber kein Problem anscheinend. Jo, eine schöne Mahlzeit. Und schon wieder eine Schlägerei. Was sie immer in den Händen halten. Knüppel und Besen, alles noch von der Arbeit. Und die Sanitäter haben hier reichlich zu tun. Oh, Neighbor ist hier auf die Krankenstation verlegt worden. Aber schon hat er sich erholt. Jetzt kommt er wieder rein zum Essen. Ein bisschen spät. Essen ist vorbei, wir haben Freizeit. Und kloppen sich schon wieder. So, dann können wir jetzt die Zeit nutzen. Jetzt haben wir, glaube ich, ganz lange Freizeit. Jetzt können wir hier quasi volle Pulle trainieren. Wir haben schon 90er Stärke, das heißt, wir sollten jetzt eigentlich Maximum erreichen, 100. So, muss ich wieder verschwinden hier? Es ist doch Freizeit. So, 100. Mal sehen, wenn wir jetzt nochmal trainieren, ob das noch besser wird. Ne, 100 bleibt. Damit haben wir Maximum erreicht. So, aber das, wenn wir uns jetzt hier mal so hinsetzen, bekommen wir da auch schnelle Energie. Immer nur 2 Punkte pro Aktualisierung. Beim Duschen war das, glaube ich, schneller. Dann haben wir 6 Punkte, wieder 6. Ja, immer 6 Punkte beim Duschen pro Sekunde oder so. Beim normalen Hinsetzen auf dem Stuhl sind es gerade mal 2. So, jetzt hatten wir... war das unten? Wo war jetzt nochmal die Bücherei? Ja, da ist sie doch. Können wir noch ein paar Bücher lesen. So, da brauchen wir wieder nur mit einer Taste drücken. Dann steigt der rote Balken. Wenn man loslässt, geht er sofort weg. Und man muss innerhalb dieser 2 gelben Dreiecke liegen. Ja, hier kann man schön lernen. So, jetzt müssen wir uns ausruhen. Setzen wir uns hier mal hin. Auf einem schönen Sofa. Das sind auch nur immer 2 Punkte pro Sekunde. Aber ich glaube, wir hatten bis 22 Uhr Freizeit, wenn ich das in Erinnerung habe. Und dann können wir... ruhig bis 100 ausruhen. Jawohl, Freizeit immer noch. 21 Uhr durch. So, 99. Dann wollen wir unseren Verstand hier jetzt auch mal auf 100 bringen. Den werden wir zwar jetzt noch nicht schaffen, aber für morgen ist das angepeilt. Und dann können wir auch mal gucken, ob man auch Stärke oder so wieder verlieren kann. Ob man das jeden Tag wieder auffrischen muss. Das war bei Teil 1, glaube ich, dass man immer jeden Tag ein bisschen verloren hat. So, zu müde. 22 Uhr, jetzt kommt, glaube ich, nochmal ein Appell. Genau. Jetzt
mal gut zu wissen, wie die... Oder was hier im... Ah, hallo Neighbor! Wir gehen jetzt gemeinsam hier zum Appell. Ich stell mich mal direkt vor dir. Wenn dich hier... Wer ist das hier? Cameron oder was? Wer war das hier? Sich hier vorgedrängelt hat. Guck mal, der hier. Der hat ja einen richtigen Knüppel in der Hand, ey. Und der eine hat einen Besen hier, da oben rechts der zweite. Ja, ein schöner Appell, der Gefängnisdirektor ist dabei, die Filmcrew. Und jetzt heißt es wieder Zellenkontrolle und... in die Zelle. Wir müssen irgendwie hier so. Ja, genau. Letzte Zelle. Ja, das war's dann jetzt für den zweiten Tag hier. Wir haben jetzt schon ordentlich trainiert, damit wir schon mal ein bisschen Power haben und Verstand. Und das können wir dann morgen. Also mit morgen meine ich den nächsten Tag hier im Gefängnis. Können wir dann mal einsetzen. Ob wir Arbeit finden oder wie auch immer. Ein paar Gegenstände suchen. Wie auch immer, keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen. Ja, würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest hier bei The Escapist 2. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.